Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei eurem Lieblings-Let's Play, nämlich XCOM Enemy Within mit eurem Doc. Auf sehr schwer. Ich bin im Eimer. Insgesamt, aber eigentlich läuft es doch inzwischen halbwegs besser. Die Ladeausfälle sind etwas runtergegangen, oder? Moment. Ah ne, wir sind richtig. Genau, wir haben ja direkt hier das gemacht, dass die Laser verbessert sind. Ich hatte jetzt gerade so ein Déjà-vu, also so ein Backflash, so und Krieg, überall Leichen. Nein, es ging nur darum, dass die Forschung hier das Projekt, ich dachte, wir haben gerade das Laser erforscht und denkst so, was habe ich für ein Safe-Game geladen? Nee, alles gut. So, Satellit über Ägypten. Na? Drin ist er. Dann kriegen wir auch mehr Geld. Das arme Land, was es nicht schafft, eine Demokratie aufzubauen. Ja, nehmt es. Wir nehmen gerne die Wissenschaftler. So, Raven 4 ist wieder im Service. Ich denke mal, Raven 4 war... Verdammt. Die brauchen immer noch 2 Tage, um die Laserkanone anzuschließen. Contact detected. Ja, Medium. Contact detected. Ist aber niedrig unterwegs, die sind zum Bombardieren da. Danke für den Tipp übrigens. Und vielleicht landen die ja auch. Contact detected. Oh, die fliegen hoch. Da müssen wir ran. Ist auch nur ein kleiner. Wir werden trotzdem kassieren im Kampf. Komm! Gibt's doch nicht. 3 Schüsse und das Ding fliegt immer noch. Enemy is padlocked. Taking heavy fire. Contact lost. Sehr schön. Ihr habt es endlich abgeschossen. Nein, habt ihr doch nicht. We have eyes on the bandit. Boah, ich fasse es nicht. Jetzt sind schon die Kleinen so gefährlich, dass ich da nichts mehr hinkriege. So, wir nehmen mal mit. Carsten, komm mit. Die sind alle verwundet oder ruhen sich noch aus. Wir können den Nix mal mitnehmen, weil wir haben jetzt einen Laser Rifle, Engineer, Rocketeer. Ne, den Rocketeer nicht, weil der Carsten führt die schon an. Das irritiert mich immer, weil ich auf der Arbeit auch einen habe, der Carsten heißt. Den Scout mitnehmen. Und noch den Gunner. Moment. Ja, es sind viele Rüstungen kaputt gegangen. Aber ein paar haben wir auch schon verteilt. Genau, Carsten. Nimm mal bitte den Heavy Laser. Reicht 10 Trefferchance, alles ist gut. Obwohl, ne, 13 laufen ist erstmal okay. Normale Rüstung. Du nimmst jetzt aber hier die Laser Sniper Rifle. 4 bis 8, 8 bis 11, kritischer Schaden 20. 20%. Also ist ein bisschen besser. Wir haben keinen Scope für dich übrig. Aber machst eh schon 91 Trefferchance.
So, nimmst auch den Heavy Laser. Die Rüstung. Bewaffnung bleibt. Du hast schon Heavy Laser, Rüstung bleibt gleich. So, da haben wir den Assault. Ja, es war letztes Mal so ein Versuch. Aber es sollte doch jetzt hier genau den Scatter Laser geben. Short Range 5 bis 9, 9 bis 12. Damit wirst du besser hantieren können. Und nimm mal bitte einen Motion Tracker mit. So, der Scout. Phalanx Armor. Nimm mal bitte den Laserkarabiner nur mit. Weil der nimmt hier den Axe Thrower und den Motion Tracker. Soll dann dementsprechend natürlich auch irgendwo mal jemand finden. Haben wir jetzt einen Scope eigentlich rausbekommen? Ja. Gut, den kriegt nämlich der. Und dann ist unsere Truppe so gut wie fertig. Ich habe dir die falsche Rüstung gegeben. Nimm mal die dicke. Auf geht's. Um dem Alien-Pack zu zeigen, dass die Erde heute am 4. Juli einen neuen Independence Day feiert. It looks like we got lucky. The alien crash site is in a remote area, away from any major city centers. We should get down there and secure the site ASAP. Ich habe vorhin übrigens einen Schock bekommen, ich kann plötzlich kein XCOM mehr aufnehmen. Loud and clear, Big Sky. We'll monitor those readings from here. Strike One is authorized to assault the alien craft. That's what we're looking for. Ja, ärger den mal. Wir haben gesehen, das Energiediskus ist schon direkt in Overwatch gegangen. Ich will ganz kurz mal schauen, wo ist denn unser Gunner? Der ist da ganz hinten. Heading to that location. Ja, bitte hier rüber. Scheiße, da sieht er nichts mehr. Aber du kannst Holo-targeten. Sehr schöner kritischer Treffer. So, dich müssen wir auch erstmal noch zurückhalten. Aye, aye, Commander. Heading out. Na, der kann den sehen. Das ist keine hohe Trefferchance. Der macht als allerletztes den Schuss. So sieht eine Laserschrotflinte aus. Damit fällt der schon mal weg. Das wird nix. Mein größtes Problem wird sie hier sein. Die wird wahrscheinlich gleich einen in die Flanke kriegen. Na, schaffst du das mit 65%? Nö. Doch. Immer ein Treffer. Und du gehst einfach in Overwatch. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Die Drohnen gehen zurück, um ihre Mama zu reparieren. Ja, der wird jetzt flankieren. Nämlich die Dame, die am Baumstamm sitzt, da rechts. Und das ist nämlich richtig scheiße, wenn die jetzt kassiert. Ne, er schmeißt eine Granate. Die ging jetzt größtenteils nur auf unsere Rüstung.
there now. Headed there now. Okay. Na, die Heavy Laser sind eigentlich eher auf Distanz besser. So, jetzt sieht er die gerade. Versucht sein Glück und trifft sogar mal. So, du kannst nachher mal einen Doppelschuss ansetzen. Aye, aye, Commander. Oh, schön. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Nee, lass das mal. Schick ihn mal nach vorne. Mit Run and Gun. Und dann mach mal ein Rapid Fire. Was für eine fiese Nummer. Meine Güte. Boah, der überlebt mit 1 HP. Und wie ist das so bei seelenlosen Energiediskos? Cyberdisk, Energiedisco macht Krillin in Dragon Ball. Dem Vieh kann das so scheißegal sein. Der tuckert jetzt nach vorne und wird einfach nochmal feuern auf uns. Oder der schießt jemanden kaputt. Da war der Scout, ne? Naja, solange wir sie wieder überleben können, ist das alles okay. Ich muss ihn mal ein bisschen wegbewegen. Good to go. Der hat eh keine Munition mehr. I'm ready. Moment, wo ist denn... Den habe ich gesucht. Ja, schießt noch daneben. Adjusting aim. Wir haben ja alle Zeit der Welt, den zu töten. Guns dry. Out of ammo here. Oh, damn it. Ja, er holt die runter. Enemigos pacificados. Macht noch ein bisschen Schaden an seine Drohnenkollegen, die jetzt erstmal voll angepisst sind. Mama ist tot! Wir töten euch alle! Das war Rüstung. So, hol die mal wieder. Und zeig, was du kannst. Na, da ist gerade ein Problem, was haben alle. Aber mit der Granate könnte ich wahrscheinlich beide töten. Sehr schön. Schöne Drehung beim Laufen. Getting it done. I'm ready. Da war auf jeden Fall schon mal eine Materialschlacht hier. It's killing time. Boy. Cargado y listo. That's affirmative. Rack-tap bang. Ich hoffe, wir finden noch einen Sektoiden, weil ich muss noch einen Sektoiden fangen. Oh yeah.
Got it. Moving out. Was sagt der Motion Tracker? Aktuell gar nichts. Nach vorne auch nichts. Also können wir ganz entspannt durchrennen, jedenfalls alle im Moment nicht nachladen müssen. Got it, moving. Affirmative, moving out. Es hora de correr. Aye, aye, Commander. Ja, halte ich mal selbst hoch. Und danach muss die Dame da hinten noch heilen. Heading there now. Weil, falls es einen Gegner noch gibt, muss die den nämlich fangen. I don't think we're alone out here. Affirmative, moving out. Stepping off. On the move. Nothing's broken, you're fine. Stepping off. Already there. Bleibt ganz cool. So viel wird hier auch nicht mehr rumrennen. Moving out. Ihr habt einen Haufen Granaten. Rolling out. Wilcox. Here they come. Ja. Ich glaube, effektiv können wir den sogar komplett rausnehmen sofort. Sagst du, ist aber nicht so. Weg ist er. Und es gibt sogar noch Gegner irgendwo. Und die werden jetzt bestimmt zurückkommen zu ihrer Heimatbasis. War ja bis jetzt immer so, sobald du das UFO einnimmst, kommt da ja auch alles andere nochmal angekrochen. Heading there now. Getting it done. Ja, geh mal dahin mit deinem Autolaser. Back online. Ah! Enemy in sight. Sehr gut. Okay. Trotzdem werden wir zwei töten müssen. Moving out. Mein Gott, wenn man nicht mehr mit der Lasergun Sektoiden platt kriegt. Wozu dann? So, jetzt haben wir alles schon ziemlich eingeheizt. On the move. Mädchen. So, du kannst mal darüber und mach mal einfach dich verstecken. Weil wir haben bis jetzt alle angenudelt. Ah, doofe Overwatch-Situation. Komm, nimm den raus. Oder auch nicht. Adjusting sight. Heading to that location.
Nicht so close, wie du denkst. Weil ich habe noch gesehen, dass du deine Reflexe hast. Damn it. Enemy is still alive. I'm rolling. Alles cool, den wir gefangen nehmen, wird der hintere sein. Ja, es wird wahrscheinlich der hintere werden. Hm, vielleicht auch nicht. Blanco fallado. Hm. Schön. X-ray down. Boah. Get me out of here. Ja, gut, dass du dich jetzt erstmal verkrümmelt hast auf dem Boden. Tja, wie komme ich nah genug an den ran? I'm on the move. Moving to position. Ich muss leider aufpassen. Wenn er versucht abzuhauen aus seiner Position, haben wir die Arschkarte. Got a lot of heat on me. Ich weiß nicht, ob ich von da aus den Axe-Thrower einsetzen kann. Ich muss es einfach testen. Moving out. Say goodnight. Das war nix. Bin ich doof? Ach so. Irgendwas ist hier falsch. Was haben wir gerade? 1912? Das hier ist die richtige Speicherung. Ach ja, mein, das Datum von meinem Rechner war falsch eingestellt. Deshalb haben sich die Savegames da falsch angeordnet. I'm on the move. Na, ich hoffe mal, wir schaffen das jetzt einfach auf Anhieb. Komm mit. Danke. Mission accomplished. Sehr schön. Wir haben neuen Freund. Schade, dass die Ausführer nicht aussehen wie Alf. So, plus zwei Axe-Rower-Charges fürs Reparieren später. But this could really be a turning point in our research. Not only can we interrogate the subject, but bringing an alien back alive provides us with a much better understanding of their physiology. Impressive work indeed. Preparations in the containment facility are well underway. We should begin interrogating the alien subject immediately. I'm confident we can safely house it within the containment facility. But I can't say for how long. Wir werden jetzt einfach das Projekt sofort starten mit dem Alien.
Dann können wir auch endlich die anderen Aliens erforschen. Aber jetzt ist erstmal Feierabend wieder mit diesem Part von XCOM Alien Within. Bis dahin, ciao, euer Doc und die XCOM. Interplanetare Verteidigungstruppe. Nein.